Tirol freut sich über einen neuen Weltrekordhalter. Im Rahmen der Höhenmeter Charity Challenge zugunsten Familien mit mukoviszidosenkranken Kindern stellt Race Across America 2012 Teilnehmer Wolfgang Mader einen neuen Höhenmeter-Weltrekord auf. 46 Mal bewältigt der Tiroler Ultraradmarathonfahrer die Strecke Delfsackl nach Mösern und schafft in 48 Stunden insgesamt 25.346 Höhenmeter. Nach dem Tiroler Franz Venier hält mit Wolfi Mader wiederum ein Tiroler den Weltrekord mit den meisten gefahrenen Höhenmetern in 48 Stunden. Einen ausführlichen Bericht über die 48-Stunden-Challenge von Wolfi Mader sehen Sie demnächst auf Tirol TV.